Nach zwei abwechslungsreichen Tagen in der Hauptstadt der USA, Washington DC, ging die Reise an der Ostküste im Auto weiter. Bevor es weiter ganz nach Boston gehen sollte, war das Ziel des heutigen Tages New York City. Doch auf dem Weg dorthin liegt noch eine andere wichtige Stadt, die wir uns im heutigen Video etwas zusammen anschauen werden. Die erste Hauptstadt und quasi der Geburtsort der USA. Erstmal ging es morgens das Mietauto abholen. Ich hatte es mit Enterprise gebucht, weil es da gerade einen guten Deal gab, aber im Großen und Ganzen war die Erfahrung eher mittelmäßig. Darüber werde ich in einem weiteren Video berichten, wenn das Problem auftritt, das ganze 7 Stunden gekostet hat. Bei der Abholung hat aber alles gut geklappt, in der Nähe des Ronald Reagan Flughafens, ein Stadtteil, der nicht ganz so nett aussieht wie andere, die wir uns in den letzten Videos angeschaut hatten. Ich mache weiter im Erzählstil, denn ich will euch von ein paar Dingen erzählen, die mir so auf der Autobahn aufgefallen sind und auf die man sich als Urlauber gegebenenfalls einstellen muss. Es gibt auf der ganzen Strecke meist nur 2 bis maximal 4 Spuren, was in Kombination mit der Natur fast an Deutschland erinnert. Was außerdem an Autobahnen der Heimat erinnert, es sind überall Baustellen. Von DC nach Boston, was ich von der Westküste gar nicht kenne, außer wenn ein akutes Problem herrscht. Dadurch, dass hier noch dazu viele Großstädte für US-Verhältnisse sehr nah beieinander sind, gibt es sehr viel Verkehr. Ich stand hier auf der ganzen Reise durchgehend im Stau. Ich habe gehört, südlich von DC und nördlich von Boston Richtung Kanada wird das Ganze sehr viel besser, aber auf dieser Strecke muss man sich darauf einstellen. Wie an der Westküste hat man auch hier wilde Autofahrer. Ich fuhr im Schnitt bis zu 10 Meilen pro Stunde über dem Limit und wurde trotzdem durchgehend links und rechts überholt. Die Aussichten auf der Strecke sind erstmal nicht super interessant, aber hier und da hat man schon schöne Momente und sieht sogar den Beginn des Farbwechsels der Bäume, wofür der Nordosten im Herbst sehr bekannt ist. Hier im Video hatten wir ja gerade noch Mitte September. Schaut mal hier aufs Navi. Der Grund, warum hier ein großer Schlenker vorgeschlagen wird, ist nicht Stau, sondern weil ich eingestellt habe, dass ich Mautstraßen umfahren möchte. Hier gibt es viele davon. Man kann dafür zahlen, sich im Voraus den Easy Pass besorgen, wenn man ein bisschen Zeit sparen möchte, oder man fährt einfach dran vorbei. Bis auf eine Stelle vor New York am Ende des Videos kann man alles umfahren. Willkommen in Delaware. Man merkt, dass die Staaten der Ostseite sehr viel kleiner sind, denn ich fuhr an diesem Tag alleine durch ganze 6 davon, plus den District of Columbia. Und willkommen in Pennsylvania und dessen größte Stadt Philadelphia, wo die Straßenkonditionen, die bisher überraschend gut waren, dann doch wieder wie bei mir zu Hause in LA waren. Vorbei am Lincoln Financial Field Home Stadium der Philadelphia Eagles geht es ab Richtung Innenstadt. Es ist die 6th Stadt und aus historischer Sicht eine der wichtigsten der USA. Auf den ersten Blick nicht besonders schön, aber wir sind gerade in der Innenstadt und es gibt angeblich auch hier sehr nette Nachbarschaften etwas außerhalb. So, ich melde mich jetzt auch mal live zu Wort, zum ersten Mal in diesem Video. Ich habe jetzt hier im One
Franklin Town Parking geparkt. Und zwar auf Empfehlung von einem Zuschauer und Patreon. Also danke an Marcel für den Tipp. Habe ich sogar tatsächlich gerade in Washington getroffen. Der ist gerade hier auf einem Roadtrip unterwegs. Das ist tatsächlich eine gute Empfehlung, weil parken auf der Straße könnt ihr, glaube ich, schon mal vergessen. Vor allem hier im Stadtzentrum, Center City und so weiter, ums Rathaus rum, wo man wahrscheinlich auch unterwegs ist. Und die ganzen Parkhäuser kosten $50 und die erste Stunde kostet schon 15, also kann man vergessen. Und von hier kann man ganz gut so eine zweistündige Route machen. Von hier kann man jetzt zu den Rocky Steps laufen, die gibt's sogar, sind sogar auf Google Maps eingetragen, aber das ist beim Philadelphia Museum of Art natürlich ganz wichtig von Rocky. Von da ist es dann ein längerer Fußmarsch, natürlich kann man auch fahren mit dem Auto zur Liberty Bell, also eins der, sag ich mal, größten Sightseeing-Objekte hier. Und dann fahre ich nochmal ein Philly Cheesesteak kaufen. Das ist ja ganz wichtig. Ein typisch amerikanisches Gericht. Man sagt ja abgekürzt zu Philadelphia Philly. Philly. Okay, wir machen uns mal auf den Weg zu den Steps vom Rocky. Gerade irgendein Festival oder sowas wird hier aufgebaut. Irgendein Event. Man seht ja aber, das da, also die ganz großen Rocky-Fans, der läuft da mit den Kindern quasi auf diese Stufen zu durch ganz Philadelphia. Und das ist auch ein Shot, der sieht so gerade direkt auf diesen Turm da hinten. Theoretisch wurde er sowieso dahinter gefilmt. Aber ja, also das fällt geradeaus. Nebendran ist auch eine Statue. Kann man mal ein Foto mitmachen. Kleine Anstehschlange, aber geht ja zügig. Alle laufen hier die Treppen hoch, die Leute, und niemand geht in dieses Museum. Das ist auf jeden Fall sehr lustig. Die Leute, sind ganz viele Leute, die hier einfach hochlaufen zwischendurch. Und hier ist auch irgendwie im November ein Rocky Run. Ich weiß nicht, was das ist, aber steht auch rockyrun.com. Vielleicht das ist ein Event, wo man die ganze Strecke abläuft oder so, kann ich mir vorstellen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall für alle Leute, die diesen legendären Film mal gesehen haben. Ist ja einer der ikonischsten Momente. Hier hängen Flaggen von vielen Ländern aus irgendeinem Grund. Dies ist der Benjamin Franklin Parkway, der als Symbol für die internationale Gemeinschaft, Offenheit und Vielfalt der Stadt dient. Ein Thema, welches schon bei der Gründung Philadelphias eine große Rolle spielte. Dazu gleich mehr. Hier sind die normalen Leute und da extra für Beramis und seine Freunde haben sie auch welche daneben gemacht. Sehr nett. Die Strecke jetzt vom Rocky bis zum Hard Rock Café ist ganz nett hier, diese Hauptstraße entlang. Und ich nehme die ganze Zeit irgendwelche Gebäude und Statuen auf und ich habe einfach keine Ahnung, was das alles ist. So muss man das machen. Sich überhaupt nicht vorher informieren, was man macht. Und dann im Nachhinein. Ah ja, hier. Sankt Peter.
und Paul, Kathedrale. Rechts sehen wir das Rathaus. Das von 1871 bis 1901 im viktorianischen Stil gebaute und mit 167 Meter Höhe höchste gemauerte Gebäude der Welt. Ein guter Ort, um etwas über die Stadt zu plaudern. Beantworten wir erstmal die wichtigste Frage, die alle brennend interessiert. Hat die Stadt Philadelphia mit Philadelphia dem Frischkäse zu tun? Der Streichkäse wurde 1880 in New York entwickelt. Aber die Stadt Philadelphia war im 19. Jahrhundert für ihre erstklassigen Molkereiprodukte bekannt. So wurde der Käse aus Marketinggründen nach dieser benannt. Herzlichen Glückwunsch. Ein weiterer unnötiger Fakt, der von nun an in euren Gehirnen leben wird. Wenigstens könnt ihr ihn euren Freunden weitererzählen, die dann so tun können, als würden sie diesen interessant finden. Die Stadt wurde 1682 von William Penn gegründet, dessen Statue deswegen ganz oben auf dem Rathaus thront. Dieser erhielt das Land des heutigen Staates Pennsylvania als Schuldrückzahlung an seinen Vater vom englischen König Karl II., der darauf bestand, es nach Vater Penn zu nennen. Pennsylvania, Penns Waldland. Sohnemann Penn war eigentlich dagegen, weil er es etwas übertrieben fand, aber König Karl setzte seinen Willen durch. Ist doch echt prima, König zu sein. William wird insgesamt als bedeutende und positive Figur angesehen. Im Gegensatz zu anderen Kolonialherren. Im Gegensatz zu anderen Kolonialherren strebte er friedliche Koexistenz mit indigenen Völkern an. Insbesondere den Lenape, die in dieser Region zu Hause waren, mit ehrlichen Verhandlungen und Verträgen, die auf Respekt und Fairness beruhten. So heißt es zumindest. Er förderte Prinzipien der Demokratie und setzte sich für religiöse Freiheit ein. So nannte er seine Stadt, die für religiöse Toleranz, Harmonie und Brüderlichkeit stehen sollte, Philadelphia, altgriechisch für brüderliche Liebe. Fun Fact: Eine der ersten und bekanntesten Aufzeichnungen dieses Namens geht bis ins antike Ägypten zurück, wo der Pharao Ptolemaios II. Mitte des 3. Jahrhunderts den Beinamen Philadelphos erhielt, aufgrund seiner Geschwisterliebe. Wortwörtlich, weil er seine Schwester heiratete. Denkt von nun an daran, jedes Mal, wenn ihr Philadelphia auf euer Brot schmiert. Ah, wir sind an einem der wichtigsten Orte angekommen, dem Liberty Bell Center. Liberty Bell, muss man kurz anstehen, aber kostet nichts und braucht kein Ticket. Strenge Sicherheitsmaßnahmen bewachen eins der bekanntesten Artefakte der Stadt, die Liberty Bell. 1752 in London gegossen, spielte sie über die Jahrhunderte immer wieder eine wichtige Rolle als Symbol der Freiheit und Unabhängigkeit. Sie hat einen berühmten Riss, bei dem niemand so genau weiß, wie und wann er entstanden ist. Dieser eigentliche Riss ist nicht der riesige offensichtliche, sondern etwas oberhalb rechts davon. Der riesige Riss war ein Versuch, die Glocke zu reparieren bzw. zu verhindern, dass sie komplett zerstört wird. Ja, also man will ja respektvoll sein, aber irgendwie schon witzig, wenn dann 40 Leute um so eine doch unscheinbare Glocke stehen und Fotos davon machen und die meisten, inklusive mir, wissen gar nicht genau wieso überhaupt. Tourismus. Hinter der Glocke einer der historisch signifikantesten Orte der USA. Im Prinzip der Geburtsort des Landes, die Independence Hall, ein UNESCO-Weltkulturerbe. Hier wurde am 4. Juli 1776 die Unabhängigkeitserklärung von 56 Delegierten des Kontinentalkongresses unterzeichnet, die damit die damals 13 Kolonien, später Staaten, als unabhängig von Großbritannien erklärten. Jedes Jahr wird seitdem am
am 4. Juli der Independence Day gefeiert. Einer der wichtigsten Feiertage für die Amerikaner. Hier erklang auch die Glocke zum ersten Mal als Symbol der Freiheit. Als sich am 8. Juli die Menschen der Stadt versammelten und John Nixon zum ersten Mal öffentlich die Declaration of Independence verkündete. Auch die Constitution, Verfassung der Vereinigten Staaten, die den Grundstein für die politische Struktur und Regierungsführung der USA legte, wurde 11 Jahre später, 1787, in der Independence Hall unterzeichnet. Sie trat 1789 in Kraft, was die Nationenbildung besiegelte, und bis 1800 diente Philadelphia mit Unterbrechung mehrere Jahre als erste Hauptstadt der USA. Ein paar weitere Fakten über Philly. Euch sind in ein paar Aufnahmen vielleicht die vielen Wandmalereien aufgefallen. Aufgrund des größten öffentlichen Kunstprogrammes der Welt, dem Mural Arts Program, Mural bedeutet Wandbild, gibt es hier über 4000 davon, die überall in der Stadt zu finden sind. Wie in vielen Städten der Ostküste findet man hier auch eine interessante Mischung aus historischen Gebäuden und modernen Wolkenkratzern. Sie ist auch bekannt für ihre blühende Craft-Bier-Szene und kulinarischen Spezialitäten, unter anderem das Philly Cheesesteak. Auch das hier sehr beliebte Root Beer, ein alkoholfreies und das erste kommerziell hergestellte Softgetränk, wurde hier in den 1870ern erfunden. Es ist auch bekannt als das abartigste Gesöff der Welt. Mit Menschen, denen dies schmeckt, will ich nichts zu tun haben. Spaß. Oder auch nicht. Naja, dies werden wir hier definitiv nicht probieren, aber jetzt gibt's ein echtes Philly Cheesesteak. So, das hier ist ein Philly Cheesesteak. Ja, und noch ein schöner Milkshake. Kann man alles noch dazu machen. Das hat wahrscheinlich 12.000 Kalorien. Und ich bin gespannt, die Location, eigentlich gibt es zum Beispiel Gino's und Pat's, die empfohlen werden, das sind so die traditionellen Locations. Der Cleavers wurde mir von Nicolas empfohlen, auch, der hat 20 verschiedene Locations empfohlen, aber auch die, und die wurde ihm aber von jemandem aus Philadelphia empfohlen. Also scheint das, glaube ich, ganz gut zu sein. Wir werden es herausfinden. Riecht nach Philly Cheesesteak. Also, das ist schon ziemlich abartig, muss man sagen. Also das ist meine Review. Das Brot ist wirklich nicht gut. Der Milkshake ist einer der besten, die ich jemals hatte. Extrem gut. Aber ich weiß nicht. Da muss der Nicolas mal herkommen und sagen, ob das, wie das im Vergleich ist zu den anderen. Der hat nämlich die anderen schon probiert, hier war selber noch nicht. Das kam von wem anders. Hier habe ich erstmal gar nicht gecheckt, dass ich schon in New Jersey bin und fast selber getankt. Ein großer Fehler. Hier darf man nicht selber tanken in New Jersey. Da ist Personal an den Tankstellen, die das für einen machen. Philadelphia hat noch weitaus mehr zu bieten als das, was ihr heute gesehen habt. Vor allem für Geschichts- und Städtefreunde. Es soll auch hier eine Vielseitigkeit von verschiedenen Vierteln geben. Ob Großstadt, historisch, ruhig oder hip. Für mich war es heute aber nur ein kurzer Besuch. Ganz ehrlich, ich wollte natürlich nur den Hardrock-Küchenmagneten von ihr haben. So ging es nun weiter nach New York City, welches 2 bis 3 Stunden entfernt liegt. Mit dem Auto nach und vor allem in New York City war eine interessante und teure Erfahrung. Mehr davon seht ihr beim nächsten Mal.
Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Extra großes Dankeschön an alle Patreonen, an alle YouTube-Mitglieder, Merch-Käufer und Musikanhörer. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und Peace.